Willkommen YouTube. Heute soll es einmal um das Material synthetisiertes künstliches Biometall gehen. Denn in einem Guide habe ich euch folgende Stelle einmal vorgestellt. Wir befinden uns in der Agna-Wüste und ganz oben im Norden haben wir das Lager und hier haben wir einen Fusionsreaktor. Wenn wir diesen aktivieren, müssen wir 4 Gegner umhauen und haben die Möglichkeit, bis zu 20 von den Materialien zu erhalten. Es ist immer noch der beste Spot, den ich finden konnte, gemessen an der Ausbeute. Allerdings brauchen wir hier Splitter und leeren Splitter. Das könnte ein Problem sein. Beim Farm von Ultimate Lepic bin ich in der Agna-Wüste. Wir sind jetzt hier Zinnoberödland bei diesem Außenposten auf Schwer auf einen besseren Spot gestoßen, denn hier haben wir die Möglichkeit, 9 bis 13 von dem synthetisierten künstlichen Biometall zu bekommen. Und dafür müssen wir natürlich hier nur einmal reinspringen. Der Außenposten hat auch nur eine Reset-Zeit von einer Minute. Ich habe das Ganze als Infiltration mit Charon gemacht, um entsprechend auch an den Code von Lepic zu gelangen. Und wenn wir jetzt ihn hier umhauen... Ah doch, ich habe meine Waffe dabei. Ich habe natürlich wieder gefarmt und alles Mögliche. So, da haben wir jetzt 11 künstliches Biometall bekommen. Die Hälfte von dem ursprünglichen Posten, den ich euch einmal gezeigt habe. Hier ist er. Und wie gesagt, 9 bis 13 habe ich bislang hier immer rauskriegen können. Wenn ihr dieses Metall für irgendein Nachfahren benötigt oder eine Waffe, würde ich euch eher diesen Spot empfehlen, weil ihr hier keine Splitter investieren müsst.